Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa im Multiplayer mit den Fiat Abarth 500 SESs und das auf einem öffentlichen Server. Ich bin so gespannt, was hier gleich passiert. Ich habe ein paar Runden gefahren zur Eingewöhnung. Man dauert circa eine Minute die Runde. Das heißt, wir sind hier relativ schnell durch mit diesem Video und müssen uns jetzt erstmal auf den Start konzentrieren. Möglichst wenig Schlupf, passend schalten und schon könnte man hier ein bisschen vorbeiziehen, wenn die Mitte nicht gerade voll belegt wäre. Da gibt es schon Berührung vor der ersten Kurve. Und wir müssen hoffen, dass wir hier nicht rausgecheckt werden. Da werde ich ein bisschen gedrückt. Aber das ist okay. Oh toll, die ganze schöne Platzierung wieder hinüber. Und da war der Ronnie Rose im Weg. Habe ich ihm aber eigentlich genügend Platz gelassen, wie ich finde. Mein Gott, ist das hier ein Ungeschiebe. So, mal sehen, ob wir hier an den, zumindest an ein paar vorbeikommen und irgendwie jetzt vorne noch an die Spitze hängen können. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht so langsam im Vergleich, aber wenn du nicht vorbeikommst, kannst du natürlich nichts machen. Ich glaube, habt ihr gesehen, wir waren Fünfter in der Quali und da lagen nicht wirklich bei den Zeiten, da lag nicht wirklich viel dazwischen. Allerdings, bei so einem kleinen Track, bei so einem kleinen Auto, ist natürlich auch ein bisschen Zeit, schon eine Menge Zeit. Auf der Nordschleife kannst du so ein paar Sekunden auch mal locker gut machen oder die hast du schnell durch einen Fehler in einer Kurve. Hier sind ein paar Sekunden verdammt viel. Oh, da geht's schön nahe zur Sache. Oh, geil. Die haben ja auch alle Bock auf diese kleinen Fahrzeuge, was ich ganz korrekt finde. Ich weiß gerade nicht, welcher das Server das ist. Aber ich habe einfach gesehen, hier Vallelunga, Fiat Abarth 500 SES, da bin ich doch direkt dabei und da haben wir auch schon wieder ein paar Plätze gut gemacht. So, wir sind Fünfter, glaube ich. Nee, Sechster. Nee, Siebter. Wenn ich so mir die Minimap mal so angucke. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir nicht hier den Abstand verlieren oder vergrößern. Den Anschluss verlieren, so rum. Witziges, spaßiges Auto. Untersteuert viel, übersteuert aber auch, wenn man das Gas wegnimmt. Stage 1 Version, das heißt ein bisschen mehr Bums als der ursprüngliche SES. So, dann kommen wir wenigstens wieder ein bisschen dran. Die Räder blockieren auch super schnell. Ich glaube, das Grip-Niveau auf der Strecke ist nicht das höchste. Und das ist auch sehr geil, dass überhaupt Leute solche Einstellungen machen. Man sieht ja eigentlich sonst nur GT3-Server und das auf Spar. Bald wird Spar vielleicht von der Nordschleife abgelöst. Aber so wirklich Server mit Straßenfahrzeugen und dann auch noch im Rennmodus gibt es nicht. Die meisten haben da einen Trackday-Modus drin und machen irgendwie 90 Minuten Practice. Und da kommen ja keine wirklichen Rennen zustande. Boah. Ach du Scheiße, wie kommt der denn da jetzt so schnell hin? Ach du Scheiße, den holen wir uns aber gleich wieder, Ronti. So geht's ja nicht. Hat er gut gemacht, ey. Wir fahren mit Standard-Setup. Ich weiß auch gar nicht, ob man was einstellen kann. Okay, kannst natürlich Spritmenge einstellen. Das habe ich gemacht, hier auf 8 Runden angepasst. Reifendruck wird wahrscheinlich auch einstellbar sein, aber ich weiß gar nicht. Kann man ein bisschen was am Fahrwerk machen? Habe ich, wie gesagt, nicht geguckt. Standard-Einstellung. Ich glaube, mit Windschatten kriegen wir ja auch nicht wirklich viel geschissen. Da ist also eher sauberes Fahren entscheidend. Haben wir den nächsten überholt.
der Raikart. Hat er sich ein bisschen verbremst, ich mich aber auch. Bloß nicht ganz so schlimm, so wie es aussieht. Und wir sehen auch im Rückspiegel, der hat auch Probleme mit dem leicht kommenden Heck, wenn man das Gas lupft. Ja, und hier schießt er ein bisschen drüber. Wo ist der Raikart? Ich glaube, jetzt kommt er in. Ne, geht noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war die sechste Runde. Ne, die beginnt jetzt. Entschuldigung. Schon ein bisschen zu schnell ist, dann schiebt er so über die Vorderräder. Das war schlecht, das kostet Zeit. Ein bisschen zu lange vom Gas gegangen und schon steht das Ding quer. Und was ist hinter uns los? Raikart ist abgeschlagen. War schon ein paar schöne, spannende Szenen dabei. Hat mir schon sehr gut gefallen, auch wenn das Fahren an sich natürlich nicht ganz so anspruchsvoll ist, wie in einem schnelleren Fahrzeug vielleicht. Aber das Schnellsein ist trotzdem anspruchsvoll. Was ist da los? Jetzt wieder Überhol-Action. Weicht einer aufs Gras aus, er wollte die Kamera hinter uns lassen, sehr schön. Wow, 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 da springt's ein bisschen. Mein Ping ist gut, deren Ping ist gut. Ich denke mal, das sind vermutlich immer so Server. Seitige Problemchen, die man da kriegt. Bald kommt ja das Update 1.1. Es dauert auch nicht mehr lange, glaube ich, wenn man sich mal so die Facebook-Posts ansieht. Da hieß es, schönes Wochenende, bis, also wir versuchen, dass die 1.1 rauskommt, so ungefähr. Bis dahin habt ein schönes Wochenende. Es lässt also darauf schließen, dass wir in der nächsten Woche das Ding vorbestellen dürfen. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, der Marco Masuruto, der Lizenzmanager von Assetto Corsa. Oh, ey, das ist aber nicht geil. Hat er mich wahrscheinlich übersehen. Ja, jetzt müssen wir natürlich den Platz einbußen, aber habt ihr gesehen, ne? Ich wollte vorbei, er war von der Strecke abgekommen. Ja, und hat uns dann beim Wiedereinchecken gecheckt, sozusagen. Auf jeden Fall hat der Marco Masuruto preisgegeben, dass die Nordschleife in drei Varianten kommen wird. Einmal die normale Touristenvariante, dann einmal die Bridge to Gantry-Variante, die bei Touristen für Zeitfahren, glaube ich, genommen wird oder so. Und dann einmal die Endurance-Variante, was die Langstreckenvariante sein soll. Das heißt, wir kriegen alle drei Varianten, die man so kennt. Ich weiß nicht, ob VLN oder 24-Stunden-Variante, aber das werden wir sehen. Ich sage danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Sechster Platz, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber okay. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Assetto Corsa, macht's gut.